Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel in der Runde ist Trailer Park Boys. Die haben auch das Privacy blablabla blublub Update. Inzwischen bin ich jetzt 2 Tage nicht online gegangen, weil ich mit euch zumindest die Rewards einsammeln wollte. Hätte ich wahrscheinlich auch so oder so machen können, weil ich hätte sie einfach da stehen lassen können. Und es steht letztlich der nächste Bossfight an, aber erstmal... So, fangen wir erstmal hier mit dem Bonus wieder an, auch wenn der nicht mehr allzu viel benötigt wird. Dann gilt es hier natürlich die Boni, die lasse ich mal noch stehen, weil die sammle ich jetzt erst nach dem Reset ein. Das Liquor muss ich mit Sicherheit auch gleich wieder einsammeln, das heißt, das kann ich dann stehen lassen. So, hier ist jetzt noch ein 50er, das heißt, der bringt mir noch, noch einen Bonus ein, noch einmal Karten. Und ich mache jetzt hier noch ein Character Upgrade. Was mich halt mindestens 1000 kostet, weil das geringste, was ich upgraden kann, sind eben die 9er, die eben dann auf jeden Fall 1000 kosten. Mal gucken, mit welchem ich da am besten anfange, weil natürlich ist auch die Frage, welchen muss ich beim nächsten Mal wieder benutzen, um letztlich bestimmte Sachen hier freizuschalten, damit ich das automatisieren kann. Also welche Level dafür notwendig sind. So, dann kann ich hier jetzt noch das letzte Auto einsammeln. Es ist jetzt Season 42, in der ging es darum, dass Steve Rogers, also den ich gerade aufgelevelt habe, seine Geburtstagsparty im Dirty Dancer gefeiert hat. Und mal gucken, wie das Ganze jetzt abgeschlossen wird. Warum jetzt unsere Boys wieder in den Knast gehen. So wie sie es ja letztlich nach jeder Folge tun. Ah, hier ist noch ein 50er, der ist jetzt gleich noch fertig geworden. Okay, aber sonst sieht es hier jetzt, glaube ich, nicht so aus, als würde noch einer fertig werden. Schauen wir uns mal den Abschluss an von Season 42 inzwischen. Jawohl. Alright, Julian, Party is over, time to shut it down. Genau. Julian? Wieso Julian? Die Party hat doch der andere gemacht. We know all about the extra services you are offering to... Steve Rogers. Achso, das heißt, sie kriegen wieder Ärger, weil sie halt wieder Sachen gemacht haben, die halt irgendwie unter Strafe stehen. Sorry, Julian, but... er hatte irgendwelche Zelte aufgebaut für seine Kätzchen, wo es irgendein Event geben sollte. Und sie haben halt diese Zelte dann als Stundenzelte für bestimmte Tätigkeiten vermietet. Und da war er halt sauer und jetzt hat er sie verraten. Das heißt, deswegen hat Bubbles jetzt dafür gesorgt, dass sie in den Knast gehen. Oh. Freut so, Steve. You are lucky, you are taking you in. Na super. Tja. Genau, er wollte eigentlich nur eben mal eine saubere Aktion starten und sie haben es ihm dann wieder vereitelt, indem sie ihm seine Sachen dort... Ah ja, okay. Und jetzt kommt es raus, dass Bubbles für sein Event dann auch in den Knast geht, weil er halt dann doch nicht... alle Bedingungen erfüllt hat und damit geht es auch für ihn wieder in den Knast. Dann sind sie alle drei wieder zusammen. So, mal gucken, schaffe ich jetzt inzwischen? Ne, der 10. ist noch nicht fällig, aber 9 Items habe ich jetzt zumindest bekommen. Und damit geht es dann auf in... Und ein epischer. 5 epische Items, aber zumindest nur von einer... Kombination. Also, Season 43. Never trust a man with no shirt on. Also, es gibt 2 Personen, die das sein könnten. Gucken wir mal. Das eine ist der Helfer von Lai, der diesen Trailerpark mit organisiert. Und das andere war der, der als in dem Bigfoot-Event... das ist der Helfer von Lai. Aber wahrscheinlich geht es dann um ihn. You wouldn't know somebody in the park who might be going dope and stealing power, would you? Somebody's name that might rhyme with Ricky.
Okay, die drei sind wieder da. Und okay, die zoffen sich wieder. Also mal sehen, was dann. Tja, was dann tatsächlich der Fall sein wird. Okay, jetzt soll ich erstmal wieder Charakter upgraden. Get Customer Bonus. Naja, das heißt, jetzt kann ich wieder die Sachen noch nicht einsammeln. Weil ich habe dann noch nicht den maximalen Effekt davon. 42 Customer Bonus, das dauert eine ganze Weile. Beziehungsweise wird es halt schade, die jetzt alles schon zu machen. Und von den Character Upgrades kann ich noch nicht alle kaufen, weil dazu brauche ich eben auch wieder mindestens 2000 und ich muss jetzt wieder nachgucken. Okay, genau, also Steve Rogers habe ich schon aufgelevelt, das heißt, das passt, da habe ich kein Problem, den dann zu automatisieren. Trevor Level 8 ist auch erledigt, das passt. Dann hier brauche ich Phil Collins Level 8. Okay, das ist dann schon mal ein Kandidat, der aufgelevelt werden sollte. Ja, dann machen wir das schon mal. So, dann ist hier auch alle Voraussetzungen erfüllt. Donna Level 9. Die ist auch blau, nehme ich an. Ja, das heißt, da brauche ich 1300. Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal die Rewards vom letzten Event. Genau, also es sind die 530 von den letzten Sachen und hey, cool! Anscheinend habe ich den letzten Donner gemacht, weil es war eigentlich von der Zeit her fast zu knapp und inzwischen sind die Events insgesamt so knapp geworden, dass es mir normal nicht mehr gelungen ist, wirklich alle Sachen freizuschalten, aber anscheinend hat es mit den letzten Upgrades, wo ich dann nicht online war, die letzten ein, zwei Stunden noch gereicht, hier wirklich das zusammenzuschaufeln. Und zu den 530 bekomme ich hier jetzt auf jeden Fall noch einiges an Liquor dazu. Sollten insgesamt, glaube ich, 3000 sein. Ja, das sieht gut aus. Oder auf jeden Fall genug, um das nächste Upgrade zu machen. Genau, ein neues Kostüm kommt wieder dazu. Die sind ja hier schon sozusagen als Platz. Achso, das war jetzt nur das Kostüm. Das ist kein neuer epischer Karte. Weil da ist auf jeden Fall hier einiges dazugekommen und es gibt inzwischen mehrere verschiedene Events, die da zumindest sich inzwischen auch nicht mehr wiederholt haben und das nächste Event läuft schon. Das muss gestern schon wieder gestartet sein, weil normalerweise laufen die Events jetzt aktuell so 120 Stunden. Das heißt, nach 5 Tagen ist es jeweils zu Ende und 2 Tage später beginnt dann immer schon wieder das nächste Event. Das heißt, es startet immer übers Wochenende. Aber da gehen wir jetzt noch nicht gleich rein, aber das schauen wir uns auch gleich an. Jetzt geht es erstmal noch darum, den nächsten Charakter hier zu aktivieren, in der Hoffnung, dass dann das Liquor kommt und ich dann zumindest über die anderen Sachen das Liquor freischalten kann. Also Donner. So, damit ist dann die nächste Voraussetzung auch für dieses Geschäft erfüllt und ich kann den ersten Wagen einsammeln. Und jetzt soll ich Liquor ausgeben, okay. Mal gucken, Margarete passt. 1200 Liquor habe ich auf jeden Fall noch zur Verfügung. Mrs. Peterson Level 4 ist auch ausreichend. Und hier haben wir noch, das kann sogar schon automatisiert werden. McFlurry Level 1, mehr nicht. Naja, dann kann ich ja jetzt hier die Automatisierung starten. Das heißt, ich kann die Spend Liquor kann ich jetzt dafür ausgeben, dass ich keine Charakter upgrade, sondern dass ich stattdessen eine Stufe tiefer gehe und die Kostüme, die ja nicht als Charakter gelten, und die Dinger hier upgrade, soweit es halt möglich ist. Muss ich bloß mal gucken, wie es von der Rechnung her aussieht. Also normalerweise ist das Ausrufezeichen da dran, wenn es sich updaten lässt. Und da es da nicht dran ist. Leider ist das Ausrufezeichen nicht außen dran. Also das sind schon mal 500. So. Das sind nochmal 500. Und 400. Das wäre auf jeden Fall eine gute Kombination. Dann wäre ich nur 100 drüber. Von dem, was möglich ist oder von dem, was ich halt benötige, um das Upgrade zu vervollständigen. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch dichter rankomme. Oh, da sind ja etliche. 1000, 500, 250. Das wäre dann schon 50 zu niedrig, das wäre zu wenig.
So, jetzt hatte ich ihn gerade umgestellt. Jetzt könnte ich dir natürlich hier auf die Eishockey-Geschichte. Also das letzte Event war eine Eishockey-Mannschaft, beziehungsweise also es ist so, dass Ricky von seiner Freundin Lucy verlassen wurde. Also Trinity ist ja seine Tochter und Lucy ist seine Frau und die betreibt jetzt halt wieder das Mystic Fingers. Geht das Trippen. Auf jeden Fall hat er sie nicht zurückgewonnen. Dafür hat er eine andere kennengelernt, die jetzt hier als Charakter noch nicht auftaucht. Mal gucken, ob die dann irgendwann noch eingefügt wird. Und der hat halt dann eine Hockeymann oder Kinder trainiert in Hockey, wobei mehr in das verprügelnden Anteil als den spielenden Anteil. Und ist auf jeden Fall mit da so einer Dame zusammengekommen, die auch ziemlich schräg war und ziemlich crazy drauf, und die haben sich eher nur gezofft, aber dann auch irgendwie wilden Sex gehabt, also von daher passend zum Spiel entsprechend. Aber auf jeden Fall tauchen die jetzt nicht weiter auf. Ach ja, genau, und er hat, glaube ich, noch Baby Mo ist sein zweites Kind, also eben nach Trinity jetzt. Wenn ich die alle richtig zusammenbekomme, weil es ist natürlich langsam auch ein bisschen schwierig, so den Überblick zu behalten, wer da jetzt alles mit wem und was. Und Sam war übrigens hier der Zweite, der ohne T-Shirt rumgelaufen ist, der also auch noch hätte jetzt die Figur für das aktuelle Ding sein können. Aber es ist dann eher Randy. Also einmal 500. Genau, das war ein schöner allgemeiner Bonus mit Time und Money Bonus für allgemein. So, dann war hier der nächste 500er. Und du hattest den 400er. Ja. So, und damit ist genug Liquor ausgegeben, um auch das Ding zu erfüllen. Upgrade-Charakter. Na super. Ich aktiviere jetzt einmal die beiden Tranks. Der gibt es ja eh in 2 Stunden dann 9. Der hätte sogar den Maximalwert bekommen. Interessant. Und den leider erst in 24 Stunden. Und ich lasse das jetzt erstmal laufen, in der Hoffnung, dass bald die Com-Trades dazu kommen. Dann, weil wenn ich die 5-mal erfüllt habe und der weg ist, dann habe ich zumindest noch irgendeinen Bonus, dass ich eventuell noch Karten einsammeln muss, weil ich will die ganzen Customer-Boni jetzt nicht so früh alle schon verschwenden. Eine Reihe mache ich mal noch durch, damit ich die eine Automatisierung hier auf jeden Fall noch voll bekomme. Ich hoffe mal, dass da dann bis L irgendwas kommt. Dann ist das hier im Moment auch momentan zumindest der meiste Geldlieferant. Dann ist wichtig, dass der automatisiert ist. Also, das neue Event. Das Swayze Express. Okay. Tommy Bean, ein neuer Charakter. Und der Swayze Express ist auch ein neues. Sind beides neue Karten. Earn cash to unlock Tommy Bean. Tommy Bean gives a zweifachen Bonus-Profit for all business. Okay. Things have been going pretty good for us lately, so we thought that's something nice for the community. Ihr habt aber neue Outfits. The Sunnyvale Model Train Expo. Ah, okay. Dann, was werdet ihr dort tun? The only one in the world, the personal train of the man himself. Okay, sie haben Kredit aufgenommen. Oh. Das heißt, sie haben irgendwas erzählt, was da wäre. Oh, und jetzt haben sie ihm auch noch den zugeklaut. Was sind das? Fahrkarten? Tickets, ja. Ja, das klassische, bla bla bla, blub blub blub. Alles klar, Kohle einsammeln und eben hier die epischen Sachen dann machen. Und gut, die sind jetzt alle schon mal verfügbar. 99, 999,99 Bazillionen. So, also das erste ist dann ein Upgrade-Charakter. 10 Stück gleich von jedem. Boah! Also zumindest haben sie dann anscheinend die Sachen so weit verbessert, dass hier
Ja, der Start von Events auf jeden Fall deutlich zügiger vonstatten geht. So, der ist jetzt schon automatisiert. Das heißt, von denen habe ich jetzt überall schon eine Grundausstattung. Und mal gucken, inwieweit die alle. Okay, mal 5. Das heißt, da sind es auch diesmal alle gleich aufgestellt. Das einzige Unterschied, gut, das sind die Zweier für alle und du hast den Business-Beschleuniger. Der einzige Unterschied ist natürlich hier bei den Business-Sachen. Das wird jetzt noch nicht angezeigt. Achso, genau, die Automatisierung, das war der Unterschied. Das heißt, da brauchte ich jetzt nur Level 1, das automatisch schon erfüllt ist. Und hier brauche ich jetzt Level 2 normalerweise. Nee, okay, auch Level 1. Das heißt, das haben sie anscheinend auch wieder geändert. Zumindest bei dem Event. Also und hier auch nur Level 1. Das ist ja nett. Moment mal. Ich habe am Anfang schon eine Menge Kohle bekommen. Ah, das ist sozusagen mit der Geschichte, weil die haben ja einen Kredit bekommen, den ich jetzt sozusagen schon mal auf den Kopf gehauen habe. Deswegen. Okay. Das heißt, da ist jetzt natürlich die Frage, wie sich das mit den automatisieren. Das heißt, alles kostet 333 Millionen und alle brauchen nur die erste Stufe. Wow. Ja, also die Dinger sind jedes Mal ein bisschen anders aufgesetzt. So, dann kann ich jetzt den ersten Upgrade kaufen. Natürlich mit den Sachen dort. Da ist schon der nächste Truck erfüllt. So, das nächste ist natürlich weitere Karten bekommen und jetzt den ersten Charakter. Dann machen wir mal die Beschleunigungsgeschichte los. Meine Güte, sieht erst furchtbar aus mit dem Wuschelkopf. Kein Wunder, dass du so ein Gesicht ziehst. So, dann eben jetzt erstmal die Geschwindigkeiten bei allen verdoppelt. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Businesses lohnt es sich jetzt eigentlich zu investieren? Aber immerhin, der hat schon 400 Millionen. Also kriege ich jetzt auf jeden Fall auch genug Kohle zusammen. Gut, den kann ich auch gleich einsammeln. Genau, ich habe jetzt den Charakter abgegradet. Und wie sieht es jetzt mit den Businesses aus? Also, okay, die haben noch keine zu. Achso, genau, hier 50, 40 Millionen, 22 Sekunden. Hat aber auf jeden Fall deutlich 400 Millionen, 30 Sekunden. Hat aber auch nochmal das Zehnfache in einer kürzeren Zeit und 2 Billionen, das Fünffache. In gerade mal 50% mehr Zeit. Also es lohnt sich schon eher in das Letzte dann zu investieren und das natürlich jetzt zu automatisieren, weil ich mir die jetzt eh alle automatisieren kann. Aber das heißt, die Upgrades sollten dann vor allen Dingen in das Letztere gehen. Gut, wenn ich jetzt weitere Karten und Tickets spenden soll, dann brauche ich erstmal neue Tickets. Das heißt, das Ding hier läuft in 8 Stunden durch, dann ist das wieder verfügbar, aber ich habe genug Tickets, um die nächsten Buffs zu bekommen. Ja, dann ist jetzt die Frage natürlich hier, das gleich zu verfünffachen, wenn ja schließlich der mit 2,2 Billionen auf jeden Fall auch den höchsten Wert hat, dann gehen wir erstmal da rein. Nur, dass der, na ja gut, mit 250 ist es sowieso egal, weil ich brauche so oder so noch ein bisschen mehr. Ab, da ist schon das erste erfüllt. Aber es gibt keine Geschichte, die weitergeführt wird. Okay, schauen wir mal. Nicht, dass ich die jetzt verpasst habe, weil ich in dem anderen Menü war, aber das normalerweise klappt das ganz gut. Okay, also Character Upgrade hier. Damit der Fünffache ausspuckt. Und dann natürlich hier nochmal. Gut, die kann ich mir jetzt nicht leisten, aber ich kann zumindest das nochmal verdoppeln. Und kann dort sagen, okay, alle nochmal das Doppelte. Gut, damit kann ich dann eben das auch wieder vervollständigen. Und jetzt soll ich die ersten Businesses renovieren. Das dauert noch, weil da habe ich noch nicht allzu viele Karten zusammenbekommen. Dafür wären die relativ günstig. Aber ich kann jetzt natürlich auch erstmal hier die ganzen Multiplikatoren upgraden. Und die Karten habe ich fast komplett. Und Customers für Expo, da soll ich 150 zusammenbekommen. Erledigt. Und nochmal eins erledigt. Sehr schön.
So, jetzt soll ich 200 Tickets zusammenbekommen und ein C-Collect Cache. Dann drücken wir doch das hier mal ein bisschen hoch. Dann sollte das doch mit einem Durchlauf erledigt sein. Beziehungsweise kann ich das jetzt im Vorfeld schon, bevor das Ding fertig wird, kann ich die 40 vervollständigen. Also ich bekomme keinen Wagen, sondern ich bekomme direkt Karten. Mal gucken, ob das jetzt generell wieder 10 Karten von allen sind. Ne, nur 3 Trevor-Karten. Okay. So, der nächste Schrank ist gleich dahinter gewesen. Export Trevo mal 2. Und Get Customers for Expo Dirty jetzt 300. Okay. Aber das geht alles. Haben wir schon genug zusammen gehabt. Ha, und ich kann das erste Business upgraden. Okay, die 100 sind da jetzt egal. Hauptsache ich kriege den nächsten Wagen. Dann kann ich nämlich die Customer Boni, die ich weiter aktiviere, dann eventuell weiter nutzen. Okay, ich soll 500 jetzt ausgeben. So viel habe ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, jetzt gilt es dann erstmal, hier die ganzen Boni weiter zu aktivieren. Oh, 320. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern, aber ich mache trotzdem erstmal die Boni durch, dass ich hier die Karten einsammeln kann und hoffentlich auch ein paar von den Tickets. Mal gucken, ich kann noch ein Business renovieren jetzt, das dort, auch mit dem Faktor 4. Das heißt, da ist es diesmal, es ist eigentlich in jedem Event sind die Multiplikatoren, die Effekte, die Charakter haben, beziehungsweise die Business-Faktoren haben, also jedes Mal unterschiedlich. Das heißt, da kann man sich nicht von dem einen Event direkt sagen, okay, da war das jetzt so, das letzte Business hat am meisten Kohle gemacht oder die und die Sachen muss ich am meisten updaten. Man muss sich jedes Mal neu drauf einstellen und hoffen, dass man tatsächlich die richtigen Upgrades zur richtigen Zeit aktiviert. So, wenn das jetzt eh soweit erstmal vorbereitet ist, dann mal noch ein bisschen so Rückmeldung. Das ist jetzt mindestens das 8. neue Event, weil das eine Event war da mit dem 420. Da hatten die einen Haufen also da ging es darum, medizinischen Hanf anzubauen und da hat Lahe, also es ging auch um irgendeinen Feiertag oder sowas, und Lahe hat an der Stelle dann dafür gesorgt, dass alle ihr eigenes Hanf anbauten und ich glaube Julian oder was, Ricky, der dann total sauer war, weil natürlich von ihm keiner mehr seinen Hanf jemand gekauft hat, weil die alle ihr eigenes hatten, aber das war nicht so gut wie das, was er normalerweise angebaut hat und deswegen war der Feiertag dann nicht so toll und, naja, halt so ein bisschen hin und her und am Ende sind sie doch wieder eingesperrt worden. Okay, es geht weiter. Ein Ransom-Newsletter. Ah ja, er hat es nicht verstanden. Okay, das heißt, die werden erpresst und sonst bekommen sie halt das Ding nicht wieder. Ach, deswegen, Scorpion, er ist... Ist das der aus der Serie Scorpion? Im Sinne von wegen Detektiv und intelligent und irgendwie herauszufinden, wer was wie wo oder wie. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht, was er da noch zu erzählt. Also ansonsten, das nächste Event war Burger Picnic. Da ging es auch darum, das war dann ein Wettstreit zwischen den Burgerleuten und auch Ricky, der dann... den Phil versucht hat zu schlagen in dem Wettstreit, wer die besseren Burger macht. Danach gab es einen Mikrofon-Battle. Das ging, glaube ich, um G-Rock, der dann Probleme mit seinem Kit hatte und dann irgendwie dort keinen Bock hatte, dann aufzutreten und sie ihn dann wieder überzeugen mussten, dass es, weil sein Kit ihn so genervt hat und eigentlich nicht auf ihn... ja, ihn nicht respektiert hat, dass Chirok eigentlich sein ganzes Rapperzeug auf den Nagel hängen wollte und bis der dann wieder aufgetreten ist. Dann das nächste war der unzerstörbare Goldfisch.
Davon gibt es ja jetzt eine neue Karte. Gehen wir mal in das Main-Ding dann zurück. Weil da habe ich die zumindest ein paar von den epischen. Also hier, der Goldfisch Orangy, ging darum, dass für ihn Geburtstag gefeiert wurde. Und Bubbles hat heimlich eigentlich immer den Goldfisch ausgetauscht, um ja letztlich Ricky in der Illusion zu lassen, dass dieser Goldfisch sozusagen ewig lebt, egal was mit ihm angestellt wird. Und deswegen, also das andere Bild hier, wo er sich sozusagen mit einem Auto angelegt hat und kurze Zeit später war er halt trotzdem wieder im Goldfischglas und hat sich mit irgendeinem, und der Truck war verschwunden und Bubbles ist das inzwischen ziemlich teuer zu stehen gekommen und dann gab es eine Goldfischknappheit, weil die Goldfischlieferung ausgefallen ist und. Und trotzdem hat sich Ricky nachher irgendwie nicht mehr davon überzeugen lassen oder abbringen lassen, dass sein Goldfisch unsterblich ist, egal was ihm passiert. Und eben das letzte Event vor dem jetzigen war eben das Hockey-Event, wo Ricky halt versucht hat oder Ricky einige Kinder trainiert hat mit merkwürdigen Vorgaben, wie er meint, dass Hockey gespielt wird oder was letztlich zu Hockey dazugehört. Also mal gucken, taugt das hier was? Ja, also da ich ja alle Geschäfte absolviert habe, kann ich die immer dann in Liquor machen und kann so dann meine 5 Trades komplettieren. Ich hoffe, dass jetzt aktuell nichts wieder dabei ist, wo es dann heißt, ich soll irgendwelche Businesses upgraden, nachdem ich ja alle Business aktuell, also bis auf die, die mir noch unbekannt sind, in dem Fall zumindest, weil Rick's Hockey Camp, Army Surplus und dieses, ich glaube das Cellular, das ist glaube ich noch nicht aufgetaucht, auch noch nicht in Events oder so. Aber die anderen beiden sind in Events schon aufgetaucht jetzt. Das heißt, sie sind auch nicht komplett neu, aber ich habe sie halt noch nicht upgraden können. Das letzte war jetzt das mit den Zahnproduktionen. Das ist glaube ich jetzt auch wieder mit dabei. Genau, der Denture King. Das war das letzte, was hinzugekommen ist. Und ist eben blöd, wenn hier dann die Aufgabe kommt, upgrade in Business und es gibt gar keine Business mehr, die abgegradet werden können. Soweit. Ansonsten, das letzte Mal ist jetzt schon lange, lange her. Die Season 26 ist letztlich eben abgeschlossen worden, weil sie da die Leute aus oder die beiden Helfer ausgebeutet haben. Die hatten wir ja noch zusammen begonnen. Und dann Level, also Season 27, dort gab es illegale Wetten auf Wrestling. Dann bei Season 28 ist Donna macht eigentlich irgendeinen Medikamenten- oder irgendeinen Behandlungsbetrug. Das heißt, sie rechnet, mal gucken, wo ist denn Donna? Die hat es auch faustdick hinter den Ohren. Sie hat in ihren Mystic Fingers Behandlungen angeboten, die dann als Art Heilpraktiker irgendwas über die Gesundheitskasse abgerechnet wurde. Und danach hat sie aber die Boys angeschwärzt, die dann dafür in den Knast gegangen sind. Das andere Mal war dann Candy irgendwie involviert, also auch wieder rund um Wrestling ging es dann, wo dann die Boys deswegen eingesperrt werden wurden wegen dem Wrestling-Tournament. Wie das genau zusammenhängt, keine Ahnung. Ein Event war, da hatten sie Raketen gebaut. Ich weiß nicht mehr genau, was sie damit angestellt hatten. Auf jeden Fall, weiß nicht, vielleicht als Geburtstagsgeschenk für Bubble oder irgendwas. Auf jeden Fall, letztlich hatten sie zwar die Rakete konstruiert und sie abgeschossen, aber natürlich keine Flugerlaubnis oder Luft, also dass sie den Luftraum halt gefährdet haben und sind dann dafür wieder eingesperrt worden. Das nächste ist dann, sie sollten auf die Ziege aufpassen, auf Billy the Goat, haben sie natürlich ziemlich vermasselt, die Ziege hat ziemlich viel Müll angestellt und sie sind dann wegen Tiergefährdung oder Tiermisshandlung, weil die Ziege halt besoffen war, eingesperrt worden. Dann das nächste, sie sind irgendwie ein neues Sirup-Rezept zustande gekommen, wobei sie im Knast waren und der Sirup, glaube ich, mit irgendwas versetzt wurde, Hanf oder irgendwelche anderen Halluzinogenen. Das heißt, die haben ein nettes Frühstück, Sirup, nettes Pancake-Frühstück gemacht mit Sirup und danach waren sie halt sowas von drauf auf Droge, dass sie alles Mögliche gesehen haben. Und dann sind sie halt wieder an Leute geraten, wo sie besser nicht dran geraten werden hätten sein sollen. Und dann sind sie halt vom Kopf wieder mitgenommen worden. Season 33 dann schon, da haben sie
Zigaretten verkauft, und zwar versteckt in Kidsmeal, das sie halt im Burgerwagen verkauft haben. Also über den Burgerladen hier bei Phil haben sie dann Zigaretten letztlich heimlich verkauft, was dann natürlich auch aufgeflogen ist. Und genau, das, also das war noch Season 34, da ging es eben darum, der Konflikt zwischen McFlurry, das ist der Sohn letztlich von G-Rock, und das eigentlich der Sohn nicht auf G-Rock gehört hat und dieses ganze Hin und Her und eigentlich ist, hat er dann, beziehungsweise nee, der Sohn hat dann irgendwas angestellt und das haben sie dann wieder auf die drei geschoben, das heißt die drei sind dann anstelle des Sohns eingesperrt worden. Und dann das nächste ging wieder mit den beiden Cory und Trevor, Halbaußerirdische. Genau, also die beiden, die ja wieder für irgendwelche Sachen eingespannt wurden, da konnten sie sich dann nicht einigen, weil die waren ja im Knast und haben dann Aufgaben für andere übernommen, haben dann für andere Lebensmittel geklaut und dann haben die sich, haben diese beiden sich hier halt in die Wolle gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr mit wem, wer die beauftragt hat, ob G-Rock oder Tyrom oder irgendjemand anders. Auf jeden Fall ging das auch wie immer schief. Dann mit der Season 36 ist das, sind die beiden hier dazu gekommen. Deswegen, das sind die beiden der Zahn, der Denture King letztlich. Und dann mit ihr zusammen, die halt einfach das Zahnbusiness aufgezogen haben. Und dann gab es mal eine Folge, also die Season 37, da war es so eben, die Ricky hat eben Ärger bekommen mit seiner Frau, weil er eben so ständig nicht da ist, weil er ständig im Gefängnis landet, eben passend wie die Olsenbande, dass sie eigentlich ständig dort, wobei in der Olsenbande geht ja nur Olsen selber in den Knast und die anderen beiden bleiben draußen. Hier gehen alle drei und er ist halt so, von wegen, es ist halt kein guter Vater, wenn er immer ständig im Knast landet und eigentlich nie für seine Tochter da sein kann. Und hier letztlich das Ende, naja, er hat zwar sein Bestes versucht, aber letztlich hat Trinity irgendwas angestellt und dafür hat der Vater dann sozusagen die Schuld übernommen. Und dann ist Ricky für Trinity in den Knast gegangen, also auch wieder. So, Season 38 war irgendwie ein bisschen so schwach, weil da ging es irgendwas so darum, dass irgendwas geklaut wurde, aber ich kann nicht genau zuordnen, was da jetzt eigentlich so der genaue Plot war. Bei Season 39 ging es dann um Mrs. Peterson und vor allen Dingen um ihren Hund, weil auf den Hund sollte dann, ich glaube, Ricky sollte ursprünglich drauf aufpassen. Und dann ging es auch noch darum, dass irgendwelche Brownies verkauft werden sollten. Und dann hat Ricky irgendwas anderes vorgehabt, weil der eben das Backzeug für seine Frau besorgen sollte, damit die an so einem Brownie-Event teilnehmen kann oder eben Brownies für ein Event vorbereitet. Und dann sollte Julian drauf aufpassen. Und dann hat Julian aber den Hund ausreißen lassen. Und dann ging natürlich wieder alles drunter und drüber und sonst wie schief. Und dafür sind sie dann auch wieder eingeknackt worden. Oh, und dann eine Sache, die Season 40 war wieder sehr lustig, weil Bubbles mit seiner Brille ist anscheinend nahezu blind und der musste seine Driving-Lizenz erneuern. Und ja, erst hat er alle möglichen Leute gefragt, ihm doch bitte zu helfen, dass er seine Lizenz zum Autofahren oder für sein Wohnmobil erneuern kann. Hat natürlich keiner gemacht. Und am Ende sind sie dafür, dass Bubbles dann irgendwie was auch immer alles Mögliche umgefahren hat und ziemlich einen Unfall irgendwie gebaut hat oder ziemlich viel Schrott produziert hat, sind sie dann alle drei verknackt worden, weil sie überhaupt zugelassen haben, dass so ein blindes Huhn sozusagen überhaupt ja, in das, irgendwie auf die Straße gelassen wird hinter ein Steuer. Der Sirup mit den herlüssigen Substanzen war es Season 41, also deswegen dann weiß ich nicht mehr genau, was bei Season 32, also da ging es auch um Sirup-Rezept, den dann, wo sie dem Cop dann nichts abgegeben haben, weswegen der dann sauer war. Und bei Season 41 ging es dann darum, dass sie Sirup mit halluzinogenen Substanzen letztlich genossen haben, was dann auch nicht sehr hilfreich war. Also soweit mal der Überblick von dem Season 27 bis Season 42, weil die 42 habt ihr ja gerade mitbekommen noch, das Ende, wie Steve Rogers Geburtstagsparty sozusagen abgeschlossen wurde.
Und mal sehen, wie weit jetzt die restlichen Seasons noch gehen. Also was so für Geschichten ausgepackt werden, welche Plots. Okay, inzwischen muss es bis Season 78 gehen. Ich dachte, es wäre immer nur bis 65, aber da ist anscheinend noch ein bisschen was dazugekommen. Die letzten Errungenschaften gehen eigentlich nur bis erreiche Season 65. Aber wenn es hier jetzt inzwischen irgendwas freigeschaltet wird, was erst Season 78 ermöglicht wird, dann gibt es da anscheinend noch ein paar weitere Geschichten. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und werde auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn ihr Lust habt, halt die genauen Details und Abläufe von den teils doch recht absurden, manchmal nachdenklich, manchmal eben einfach nur zum Kopfschütteln, dann spielt einfach mal ein paar Seasons durch. Geht normalerweise recht entspannt. Und ansonsten eben, wie gesagt, das jetzige Event, gerade wieder ein neues Event, was auch noch nicht da war. Mal sehen, ob es dann irgendwann doch nochmal losgeht, dass sich die Events wiederholen, ob sie so viele Events reinschaufeln, dass das immer wieder neu auftaucht. Also dass sie immer wieder neue dann am Start haben. Okay, 350 können wir auch gleich vervollständigen. So, jetzt get 6 Customer Bonuses. Oh, da könnte ich jetzt fast schon den nächsten Truck wieder aktivieren. Aber dann kann ich ihn nicht benutzen. Wobei der jetzt auch schon 500 kostet, das ist natürlich ziemlich teuer. Würde ich erstmal den Ricky aktivieren, dass der auch den Zweifachmultiplikator macht. Weil das dann so nach und nach, weil die halt je niedriger, desto weniger Multiplikatoren hatten sie normalerweise. Diesmal sind sie eben alle mit 5 identisch. Deswegen ist dann aber wieder die Sache, dass der letzte Laden natürlich hier jetzt die höchsten Basiswerte hat und deswegen dann es lohnt, eher in den zu investieren. Und er hat ja im Endeffekt auch hier eine ganze 10er Potenz Unterschied zu den anderen beiden. Keine Ahnung, ob die einigermaßen aufschließen können. Die haben ja jetzt hier schon das Upgrade bekommen, also die Vervierfachung, was ihm noch fehlt. Also mal sehen, wie gut das Ganze dann am Ende aufgeht. Dann machen wir am besten erstmal das D hier, damit hier der nächste Multiplikator kommt. Vielleicht kommen ja auch dann höhere Zahlenmultiplikatoren, weil die kann man überhaupt nie einschätzen, wie hoch jetzt durch die Upgrades dann tatsächlich auch es gelingt, eben hier dann das Verhältnis nochmal umzudrehen. Okay, für Donner ist dann zu überlegen, da sich eben die niedrigen nicht unbedingt lohnen. Und da sie ja sowieso mit 35 schon eine ziemlich hohe Zahl hat, dann kann ich dir auch die 20 eintauschen lassen. Und dann brauche ich zumindest nur noch 30, um dort das nächste zu vervollständigen. Aber das hat alles keine Eile. Es sind ja noch ein paar Tage Zeit, bis das abgeschlossen werden kann oder abgeschlossen werden muss, bevor das dann vervollständigt ist. Also soweit heute mal wieder eine Rückmeldung von Trailer Park Boys. Und mit einer Kurzreferenz zu den verschiedenen Seasons, die ich jetzt bereits absolviert habe. Und das werde ich beim nächsten Mal dann auch wieder euch noch einen kurzen Überblick geben, so ein bisschen was passiert ist, was euch so in den Seasons erwartet, aber eben nicht alles mit euch durchspielen, sondern das überlasse ich euch dann auch selbst, die Events zu erkunden und auch die Seasons im Detail zu erleben. Was auf jeden Fall eben sehr vielfältiger geworden ist, ist eben einfach die Trades, die hier generell stattfinden. Der Tausch von Geschäften zu Karten ist normalerweise immer, dass eben Charakter, die zu dem Geschäft gehören, dann umgetauscht werden können. Das ist auch immer sinnvoll, die dann aufzuleveln, beziehungsweise die Möglichkeit dann zu haben, sie aufzuleveln. Ansonsten ist es halt, dass entweder Geschäftskarten oder Charakterkarten gegen Liquor getauscht werden können. Was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass Charakterkarten gegen Geschäftskarten getauscht werden können. Was ich allerdings bisher tatsächlich vorher nicht gesehen hatte, aber was inzwischen auch aufgetreten ist, dass es hier tatsächlich auch ab und zu Geschäftskarten, also nicht nur Charakterkarten gibt, sondern auch Karten für Geschäfte, die sich natürlich jetzt weniger lohnen. Also zumindest hier im Event habe ich gesehen, da war gerade vorhin eine. Das heißt, okay, das ist jetzt schon wieder getauscht. Die Zeiten hier für die Karten haben sich deutlich vermindert. Ich glaube, die liegen jetzt nur noch bei 20 Minuten. Deswegen ist natürlich auch klar, dass sich das hier jetzt schon gewechselt hat, was es auch gleich wieder tun wird. Also neben den Charakteren tauchen hier definitiv auch jetzt Geschäftskarten auf. Also dadurch, dass die Geschäfte natürlich schon maximiert sind, eben können die jederzeit sinnvollerweise ausgegeben werden. Das Einzige, was eben hier auch wieder die Schwierigkeit ist, obwohl ich inzwischen einiges von diesen Hashcoins zusammengesammelt habe,
ist dadurch, dass die so selten kommen. Genau, also ihr seht, zwei davon sind jetzt tatsächlich schon kaufbar. Und das heißt, ich könnte jetzt hiervon eine kaufen, was mit da recht günstig ist, um dann das Mystic Fingers abzudaten. Zumindest sobald ich dort mehr Liquo habe. Das werde ich an der Stelle mal machen, weil ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wann die wieder auftreten. Und mit 5 ist es recht günstig. Das heißt, da bin ich zumindest vorbereitet, dafür auch eine Stufe freischalten zu können. Die erste ist da auf jeden Fall mit 100 Tickets finanzierbar. Gut, aber eben soweit für heute von Trailer Park Boys. Und dann mal sehen, wie viele Seasons ich dann abgeschlossen haben werde, wenn ich das nächste Mal das in den Stream aufnehme. Und ob sie schneller neue Stories dann machen, dass sie jetzt schon über 78 sind, oder mindestens bis 78 sind, bevor ich dann tatsächlich alles durchgespielt habe. Aber mal sehen.